Schönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Ist heute mal ich nicht alleine, sondern mal wieder mit Gästen. Skidush, da sind sie. Wen haben wir denn so hier? Ja, Garak kennt man ja schon. Der mit der Mütze, Slapsticker und Frau Mia Maus. Frau Mia Maus, wollen Sie sich vielleicht kurz mal vorstellen, wenn wir schon so Kess anfangen? Wer sind Sie überhaupt und was machen Sie hier? Aber gerne doch. Ja, ich bin Mia, oder man nennt mich Mia. Ich streame, man hätte es nicht gedacht. Jetzt schon seit 2013. Und ich kenne den Dizzy jetzt, glaube ich, etwa ein Jahr. Guck da ab und zu mal zu. Und was erzählt man so über sich? Ich bin Mitte 20. Ich zocke schon fast mein ganzes Leben lang. Und ich rede gerne. Das ist ja wunderbar. Dann, ich hätte da eine Internetseite für dich. Ach so? Was, dein Facebook oder was? Twitch.tv. Ach so, oh ja. Was kann Hört man denn, gut an. Was muss ich mir mal angucken. Was kann man Solltest denn da machen? Solltest du mal probieren. Was kann man da so machen? Ja, Videospiele spielen und reden. Oh. Spielst du denn auch, Mia, also Computerspiele? Ja, ich spiele auch Computerspiele. Was da so? Eigentlich alles Mögliche, um ehrlich zu sein. Am liebsten tatsächlich Adventures oder Point-and-Click-Sachen. Das sind so die Spiele, mit denen ich angefangen habe. Ich spiele auch super gerne Simulatoren. Siedler 3 zum Beispiel war eins meiner ersten Spiele. Los? Garak, der Simulatormeister sitzt hier. Da darfst du nicht sagen, dass Siedler eine Simulation ist. Das ist ein Aufbau. Das ist ein Aufbausimulator. Da liege ich nicht falsch. Tut mir leid, Garak. Nee, ich zock aber auch CSGO und Hearthstone und viele aktuelle Sachen. Karak möchte vielleicht noch. Oh, er hat die Zähne knirschen, ne? Naja, Moment, das ist eine Simulation, die man spielt. Das ist ja was ganz anderes als das, was der Karak macht. Der simuliert ja. Aha. Vielleicht sollten wir Karak nochmal fragen diesbezüglich. Worum geht's? Ja, prinzipiell. Dark Age of Camelot. Dark Age of Camelot. Ja, ich würde sagen, Slappy hat das richtig erklärt. Das ist ein Game, in dem man simuliert, beziehungsweise man simuliert ein Game oder wie auch immer. Nee, andersrum, ein Game, das man, also ist keine richtige Simulation. Aber Aufbausimulationen sind ja auch ganz cool. Und die gehören zu den Simulationen, das kann man schon sagen, ja, definitiv. Wow, hätte ich das jetzt wieder gesagt, hätte er mich zerrissen in der Luft, ja? Mia, du bist halt Mann, Garak, echt. Hättest also, du keine Chance gehabt, das stimmt. Furchtbar, da trinke ich jetzt mein Traurigkeitsschluck aus meiner Capri-Sonne. Habt ihr schon gesehen, wie die Capri-Sonne jetzt gemacht ist? Also, ja, sicher. Grauenvoll. Wie, was ist das denn? Ja, man eben. Nicht mehr durchsticht. Es gibt keinen Strohhalm mehr. Das ist irgend so ein. Ich habe letztens unterwegs, wollte ich eine trinken, als ich vom Einkaufen wieder kam. Und dann sitzt du auf der Straße mit deinem Zeug in der Hand, dann musst du das halt so auslecken, ja? Und dann. Das fetzt nicht mehr. Ist nicht mehr so schön. Das hat keinen Stil mehr. Ne? Nee, Capri-Sonne ist auf jeden Fall kein Erlebnis mehr. Definitiv nee. Nicht. Was wollten wir heute eigentlich machen? Also. Musst du Zoom-Quiz nehmen, das gibt's auch noch, oder? Zoom-Quiz? Ja. Das gibt's bestimmt noch, klar. Ja. Trinkpäckchen von Stute. Was Stute? Ist das denn? Ja, Stute, die Trinkpäckchen, kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. Von Aldi, diese viereckigen, diese blauen. Genau. Haben wir noch nie gesehen. Karak, du musst übrigens kurz mal deine Boxen ein bisschen leiser machen. Oh, Entschuldigung. Ja. Was wir heute eigentlich machen wollten, ist so euch, mit allem Mann so einen kleinen Einblick geben, was 2016 so passiert, was kommt, ein bisschen über unsere Streams reden, was wahrscheinlich passieren wird 2016. Wir werden dann noch eure Fragen beantworten. Wenn ihr möchtet, dürft ihr jetzt bei Twitter die Dinger gleich raushauen unter Hashtag Plankenschnack. Der ein oder andere Mod, Doggy, wird das bestimmt gleich nochmal für euch posten. Und da werden wir dann sicherlich auch noch drauf eingehen. Man muss natürlich gleich dazu sagen, wir können heute nicht ganz so lange machen, denn Garak, sein Urlaub ist zu Ende und er muss früh aufstehen. Ja? Und so wie ihr natürlich jetzt seht mit seinem Gesicht, wenn man auf Arbeit geht, muss man sich ja rasieren, denke ich mal. Das muss ja morgen früh alles noch... Weißt du, rasierst dich nicht für die Arbeit? Nee, es bleibt so. Echt jetzt? Ja, klar. Ich finde den Stilumschwung echt gut. Der steht perfekt. Naja, mal gucken. Ich habe mich verliebt in dich. Also aufs Neue. Ja? Naja, mal gucken. Also vor allen Dingen mit den weißen Haaren. Ne? Also hat ja kaum einer jemals gesehen. Ne? Ich habe ja Haare im Gegensatz zu Nils. Ist das total cool, weil an der Seite der Bart ist komplett weiß mittlerweile. Ne? Also es hat eben einfach total Stil.
Ja, vor allen Dingen dieser Hut macht dich dann noch mal um 30 Jahre jünger. Man könnte Ja. fast sagen, du bist in den jüngsten Zügen, als du noch Dark Age of Camelot gespielt hast. Ja, Ja. könnte man fast sagen. Obwohl, der macht mich 50 Jahre jünger, da war der modern. Aber ich Wahnsinn. finde, die Stats ist gut. Damit kann man draußen gut durch die Gegend laufen. Also ich renne gerne mit meinem Hut rum. Ich habe auch überlegt, mal so ein Ding auszuprobieren und dir Partnerlook zu machen, aber ich glaube, ich habe einfach so mein Dings hier, wie sagt man, Medizinballkopf, der passt da nicht dazu. Doch, doch, das gibt's alles, das passt. Ach so. Dann Aber würde. dir passt diese französische Mütze oder was das ist da, dieser Franzmann-Style, der ist gar nicht schlecht. Also es Da ist, fehlt jetzt pass nur noch auf, oben dieser Pinökel oben drauf. das Haben die ist. nicht oben noch so ein Pinökel? Ach, so sieht Nee, die aus. das ist Das ja konnte man nicht kein. genau sehen, alles Ja, klar. das Problem ist, das war meine erste und ich glaube, ich muss mich da nochmal in einem fachmännischen Forum belesen. Ich glaube, sie ist einfach zu breit geworden für meinen Kopf, deswegen sieht sie aus wie eine Franzmann-Mütze. Ja. Also eigentlich ist das so ein Flatcap. Ja, aber die würde dir stehen, so eine Franzmann-Mütze mit so einem Pinokel oben drauf, weißt du? Wie die Ja. Maler so. Die französischen Maler haben so eine Dinger ja immer. Ich mal auch richtig gerne. Also ich bin. Ja. Ja. Ich finde das gut, wie ihr euer Product Dachte ich auch Placement immer mal. am Anfang schön reinbringt, ohne dass es irgendwer merkt. Slabby, du bist auch da. Nee, aber mal Spaß beiseite. 2016, Mia, du bist ja quasi Gast und Gast hat immer so das erste Wort. Was hast du denn dir für 2016 vorgenommen? Oh, Hast du gleich so schon? eine Frage. Um Ja? ehrlich zu sein, bin ich niemand, der sich irgendwas vornimmt, weil man dann oft auf die Nase fällt. Ich bin jemand, der in den Tag hinein lebt und guckt, was so passiert. Ich mache mir manchmal so ein bisschen Ziele zwischendurch, ein bisschen. Ich plane tatsächlich viel, aber das ist nichts Großes. Ich gucke einfach, was passiert und ich bin sehr spontan, was sowas angeht. Also so rein streamtechnisch oder auch im Privaten habe ich da gar keine Pläne. Darf ich kurz eine Zeile aus unserem Twitter-Gespräch zitieren? Ja? Also, Da. Dizzy, ich weiß nicht, irgendwie, ich kann mich darauf nicht vorbereiten. Ich müsste halt sowas ein bisschen weiter voraus planen. Ja? Ja, ich weiß. Das, aber so grundsätzlich bin ich, muss ich zugeben, ich verbinde das immer, also wie gesagt, ich mache mir Pläne so für 1, 2 Wochen und so und ich weiß auch, da will ich streamen und da kommt das raus, das will ich dann vielleicht auch spielen, aber zu 100% bin ich mir da nie sicher. Aber jetzt so sozusagen Ende 2016 will ich das und das erreicht haben, da bin ich gar kein Freund von. Das meinte ich damit eigentlich. Ah, okay. Deswegen, weil ich, da fällt man halt viel zu oft auf die Nase und deswegen lasse ich das einfach so auf mich zukommen. Aber so, ich weiß, dass viele andere Leute gerne planen und deswegen habe ich mich da so ein bisschen angepasst. Ich war mal sehr planlos, also noch ganz anders. Und ja, das war sehr aussagekräftig, ne? Aber hast du dir wirklich überhaupt nichts vorgenommen für 2016? Also so, was du jetzt mal gerne machen willst, irgendwie kochen oder ein Katzenvideo oder was weißt du, irgendwie solche Sachen? Irgend so ein sowas, was dir vorschwebt, was du immer mal gerne machen wolltest? Um ehrlich zu sein, nee, gar nicht. Okay. Slappy, wie sieht das Ich bei dir aus? Ach so, Verzeihung, mach zu Ende. Ich dachte, du wärst ja, jetzt du, also das Einzige, was ich mir vielleicht vorgenommen habe, ist, dass ich am Ende 2016 noch so glücklich bin wie am Anfang 2016. Also, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Kann man das auch als Plan nennen? Also, ja, okay. Natürlich. Warum auch nicht? Wie ist das bei dir, Slabby? Hast du dir was vorgenommen? Ja, bis spätestens zur Gamescom Twitch-Partner werden, damit ich auf diese coole Twitch-Partner-Party gehen kann, auf die ich so neidisch war im letzten Jahr. Das Als ich auf der ist. Gamescom war und alle waren da und ich durfte nicht rein, weil ich kein Twitch-Partner bin. Das ist mein Plan für dieses Jahr. Soll ich dich mit reinnehmen dieses Jahr? Wenn du endlich mal kommst, dann auf jeden Fall. Ja, dieses Jahr glaube ich, werde ich meinen Körper dort mal hinbewegen. Ist Das so. hast du Anfang letzten Jahres auch gesagt. Hey, ich habe schon Tickets und so, alles easy peasy. Man kann auch überhaupt keine Tickets Ich kaufen. Das sag das erzählt ja, ich kein sag das jetzt einfach, Schnodder. damit du ruhig bist, ja? Ja. Ich komme auf jeden Fall, ruf mich an. Ja, Ja, kenne ich. erinnere mich mal 2 Wochen 090. vorher nochmal. Was hast du dir denn vorgenommen? Also ist das das Einzige, was du dir vorgenommen hast? Oder wie sieht denn das aus? Ich meine, wir hatten ja kurz im letzten Plankenschnack darüber gesprochen, aber jetzt ist es ja soweit. Also ich bin froh, dass ich jetzt seit einem Monat tatsächlich wieder mit Plan streame und fast jeden Tag um meine Uhrzeit anfange und um meine Uhrzeit aufhöre. Und dass ich tatsächlich schlafen kann nachts. Das ist unfassbar, wie A, schwierig, aber B, auch gut es ist, nachts schlafen zu können.
Das habe ich in 2015 tatsächlich vermisst. Und ich hoffe, dass ich in 2016 tatsächlich meinen Rhythmus auch mal halten kann. Ich glaube, da fangen wir mal bei den kleinen Sachen an. Von daher, ja. Und ja, ich meine, bis jetzt klappt es ganz gut. Ich hoffe, dass das auch bis zum Ende des Jahres, also jetzt nicht auf den Schlafrhythmus bezogen, sondern halt darauf, dass ich tatsächlich Streamer bin. Und nicht hier im Plankenschnack sitze und die ganze Zeit darüber erzähle, wie Stream ist, aber eigentlich habe ich zweimal die Woche gestreamt für 20 Stunden oder so. Sensationell. Also Slabby, du hast das bis jetzt immer gut kaschiert. Hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte das nie einer mitgekriegt. Du bist halt noch unbekannt. Ja? Man könnte ja fast sagen, ja, eigentlich Slabby findet man nur bei YouTube Gaming und das hätten wir den Leuten so verkaufen können. Jetzt hast du dich natürlich selber in der Pfanne gehauen. Ja. Ja, das stimmt. Garak. Nee, jetzt ja nicht, jetzt habe ich es ja. Also. Ja. Garak, jetzt erwarte ich ja von dir eigentlich die Riesenrede zu 2016. Also, ich habe gewartet, ich habe dich letztes Mal, habe ich dich vermisst, ja? Ich wollte dich das fragen, jetzt darfst du, erzähl mir doch mal was über deine Airline und deine Flugschule, Garak. Erzähl mir was, wir reden ja sonst nicht so viel, aber was passiert? Aber jetzt haben wir ja zwei Themen gleichzeitig. Das ist ja endlos. Also die nächsten 20 Minuten gehören jetzt mir. weil du kannst ja nicht mit zwei Sachen gleichzeitig kommen. Aber egal. Also erstmal 2016. Ich wünsche mir für 2016, dass und ich hoffe, dass es auch so eintritt, dass ich am Ende des Jahres mindestens genauso dastehe wie am Ende des letzten Jahres. Also weitestgehend gesund, dem Alter entsprechend, so die ersten Gebrechen setzen halt ein, aber ansonsten fit, weitestgehend und ja, und auch sonst so, dass alles businessmäßig läuft, wie es läuft. So, ich bin gar nicht mehr, also irgendwie ist das vorbei, die Zeit, wo ich sage, oh, ich will 20% mehr oder irgend sowas, sondern ich komme klar, es ist okay, so wie es ist und ich bin eigentlich sehr zufrieden im Moment und es wird ein anstrengendes Jahr bei mir, das weiß ich schon. Gibt sehr viele Jobs, die da zu tun sind und die ich schon weiß. Und insofern wird das schon sehr spannend. Und ich muss dieses Jahr mehr reisen als letztes Jahr. Mal gucken, wie ich das mit dem Stream vereinbaren kann. Ich denke, das werde ich hinkriegen. Aber es wird doch häufiger mal dann außerhalb der Studios sein. Naja, wo ihr gerade über die Gamescom geredet habt, da muss ich jetzt ja hin. Ich habe von dieser legendären Party gehört. Ich komme rein, bäh. Und so werde ich davor stehen. Und also dieses Jahr werde ich zur Gamescom fahren, denke ich auch. Ich werde mir da völlig deplatziert vorkommen. Ich hoffe, dass ich jemanden finde, der zumindest irgendwo in der Nähe von mir ist, vom Alter her. Ah ja, genau. Wir gehen dann zusammen dahin und dann ist das gut. Und wir nehmen auch unsere besten Hüte mit, würde ich sagen. Definitiv. Ja. Ich mache auch den Bart weiß für dich. Ja. Mach ich. Eiskalt. Und ja, und dann geht das los. Und dann, ja. Ja, was die, das ist so 2016, denke ich mal. Also Gamescom habe ich mir vorgenommen. Wir haben schon überlegt, ob wir eventuell nochmal irgendwie so für meine Community, ob ich da noch was mache. Da gibt es so ein, zwei Möglichkeiten. In Berlin und mal gucken, da ist aber noch nicht so ganz spruchreich. Ich habe da so eine Idee. Das wird dann später kommen. Ja, und was jetzt die Airline angeht, dann in einem Rutsch jetzt, muss eben so sein. Ich hatte ja erzählt, glaube ich, bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube schon, dass wir eine Airline gegründet haben, eine virtuelle Airline und die läuft, die rennt. Wir haben irgendwie 250, haben wir 250 oder 200, ich weiß gar nicht, wie viele angemeldete Piloten, virtuelle Piloten. Ich kann das im Moment gar nicht sagen, ich habe mir die Seite nämlich, ich bin da nicht vorbereitet, ich habe also mit dieser Frage überhaupt nicht gerechnet, ja. Und, habt ihr schon den ersten virtuellen Streik geplant, oder? Nee, das gibt's bei uns nicht, also bei uns wird nicht gestreikt. Und unsere Airline, ich gucke gerade mal so ganz nebenbei, lusche da mal eben rein, wie viele Piloten wir so haben. Da die meisten in München sind, ist es relativ einfach rauszufinden. Muss so die Mitgliedsnummern, naja, ich glaube, wir haben auch irgendwie so, ja, um die 200, schätze ich. Und das läuft. Wenn ich mal die Statistiken abrufe, die Airline gibt es ja jetzt erst seit, ich sag mal, 3 Wochen oder so. Ja, ich glaube, vor 3 Wochen haben wir sie gestartet, oder war das schon 4 Wochen her? Nee, ich glaube, 3 Wochen. Und wir haben es immerhin geschafft, in der kurzen Zeit, die haben die Menüs heute umsortiert und ich finde jetzt nichts wieder hier. Das gibt's ja nicht. Oh. In der kurzen Zeit finde ich jetzt leider nicht wieder, was ich haben wollte. Haben wir
ich meine, eine 500.000 Flugkilometer hinter uns gebracht, also alle Piloten zusammen. Ja, und vielleicht finde ich ja nochmal irgendwann hier diese Statistiken, damit das hier nicht zu langatmig wird, aber leider keine Ahnung, wo die sind. Ich habe die vorhin noch gesehen. Naja, jedenfalls eine 500.000 Flugkilometer und etwas über 1.000 Stunden. Ja, etwas über 1.000 Stunden, das ist ja schon mal eine ganze Menge mit der Community. Und im Moment weiß ich gar nicht, im Moment fliegen auch eine, oh ja, der ganze Bildschirm ist voll. Also da sind im Moment etliche Piloten gerade jetzt in dieser Sekunde, ach, pff, der ganze Bildschirm ist voll. Über 15 sehe ich auch alleine auf der ersten Seite, die derzeit fliegen. Überall in der ganzen Welt sind die am Rumdüsen und das ist schon ganz cool. Also es ist sehr gut angekommen, muss ich sagen. Habt ihr schon den ersten Hon? Den was? Den ersten Hon. Hon? Hon. Ja, Meilen. Meilen sammeln. Für Vielflieger. Nein. Und so sieht das aus. Also das ist schon mal ganz cool geworden. Also für Flugsimulanten ist das die erste Anlaufstelle. Wir haben eben die größte Flotte. Ja, wir haben uns ja zum Ziel gemacht, die größte Flotte überhaupt zu haben an Flugzeugen, die man fliegen kann. Bei den meisten virtuellen Airlines ist es halt so, die simulieren dann Air Berlin. Ja. Bei Air Berlin kann ich halt bloß so einen klapperigen Airbus fliegen oder irgendwas, was die halt haben. Und ich fliege halt die Strecken, die Air Berlin halt fliegt. Das ist ja auch nicht so ergiebig. Aber wenn ich jetzt mal von Kassel-Calden, ja, ein riesengroßer Airport, jedenfalls hat er viel Geld gekostet, nach Dresden fliegen will, dann kann ich das nicht. Ja, also bei den normalen Airlines, weil es gibt es in real halt auch nicht, diese Flugverbindung, glaube ich. Naja, egal. Bei uns geht das alles und das ist einem schon ganz gut angekommen, denke ich mal. Das ist echt ein richtig cooles Community-Projekt, muss ich sagen. Deswegen hatte ich da mal nachgefragt, weil ich stelle mir das echt sehr edel vor, weil du kannst ja alle mit einbinden. Du sagst einfach, wenn ihr Bock habt hier, zack, und die Kriterien erfüllt, ab geht's. Wie heißt sie überhaupt? Ja. Was, wie? Wie heißt sie? Achso, Comtrail Air. Comtrail, das sind die weißen Streifen, die hinter dem Flugzeug hergezogen werden. Wisst ihr, also diese Kondensstreifen, Comtrail, ja. Und also nicht zu verwechseln mit Chemtrail, ja. Und obwohl unsere Flugzeuge haben alle einen Chemtrail-On-Off-Schalter. Mhm. Was jetzt ganz neu dazu kommt, ist, das ist ein Community-Projekt geworden. Letzten Freitag habe ich im Stream gefragt, ob die Leute Interesse dran haben, auch das Fliegen zu lernen. Also viele haben Probleme, daran zu gehen. So Flugsimulationen finden sie vielleicht ganz witzig, ganz cool, aber so richtig so, ja, ist eben kein Arcade-Game und kriege ich das überhaupt hin? Ja, die meisten haben da so Berührungsängste, das zu lernen. Wie geht denn das mit so einem Flugplan und überhaupt und irgendwie? Und wie fliege ich denn überhaupt mit so einer kleinen Maschine von A nach B? Wie weiß ich denn überhaupt, wenn ich jetzt von Berlin nach Dresden fliege, dass ich in Dresden ankomme? Also ich meine, wie soll ich das denn machen? Wie komme ich denn da hin? Ja? Und dafür gibt es jetzt eine Trainingsabteilung, die haben wir jetzt am Freitag ins Leben gerufen. Die Community hat ein bisschen Geld im Pott geschmissen, weil diese Software, die wir dazu benötigt haben, ein bisschen Geld gekostet hat. Also super geil gelaufen, muss ich sagen. Und wir haben das sofort angeschafft, ist sogar schon installiert. Also die Softwarefirma, von der das kommt, die haben wir am Wochenende gemacht. Also wir können quasi jetzt schon loslegen. Also es ist vor 2 Tagen beschlossen und eigentlich ist es schon da. Ja. Und da ist es so, dass man so ein Lehrer-Schüler-System hat. Das heißt, der Pilot kann setzt sich in so eine kleine Cessna erstmal auf einen kleinen Airport und fliegt los. Und dann kann man als Lehrer auf einem Google Earth, also Google Earth ist nicht so Google Maps mäßig, ja, kann man alle Instrumente sehen von dem Piloten. Die werden mit eingeblendet, weil die Daten übertragen werden über so eine kleine Client-Software. So kann ich also genau sehen, welches Heading fliegt er, wie hoch fliegt er, was für eine Steigrate hat er. Hat er das Fahrwerk eingefahren oder nicht? Hat er die Klappen draußen oder nicht? Also ich kann im Grunde genommen alles sehen und kann ihn dann entleiten und ihm erklären, jetzt musst du das und das machen, das und das machen. Und so wird man eben langsam an das Thema Flugsimulation, also richtige Flugsimulation, herangeführt. Und ja, das ist jetzt so das nächste Projekt, was jetzt kommt. Also das Unterrichten von Interessierten, die eben, oder eben auch Leuten, die schon fliegen, aber noch nicht so richtig. Also die zum Beispiel nicht wissen, wie fliege ich denn ein Radial ab? Ne? Das wisst ihr hier auch alle nicht, aber es ist ja auch, also wie komme ich, wenn ich zu einem Wegpunkt komme, zum nächsten Wegpunkt? Ja, auf der Karte steht da irgendwas von 230 und was ist das jetzt? Wie muss ich das im Flugzeug einstellen? Weil es steht ja in der Luft kein Wegweiser, jetzt links rum. Ja? Und in dem Fall wäre, naja, je nachdem, wo man herkommt, ist es dann links oder rechts. Und diese gesamten Geschichten, die kann man dann lernen. Jo.
Leck mich am Arsch, aber schön, dass du mal was erzählt hast. Habt ihr da irgendwie eine Homepage oder so, dass du die mal in den Chat reinhauen kannst für die Leute? Ja, hier habe ich übrigens, das kann ich dir mal in den Chat reinpacken, weil du kannst es ja, glaube ich, sogar anzeigen. Das ist zum Beispiel die Schule. Und ich kann es auch nochmal, Ctrl-R kann ich in den Chat reinpacken. Da siehst du, warte mal eine Sekunde. Ja, warte, Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Ach, Regie, wieder sehr gut vorbereitet heute. Ass rein, klasse, da ist es. So. Ja, genau, das ist die Schule, aber das andere, die Ctrl-R.com ist halt die, genau. Und da sieht man das ganz gut, wenn es dann irgendwann kommt, bei mir, also Zeitverzögerung. Aber da müsste eigentlich ein Bild unten kommen, irgendwann. Mhm. Im unteren Teil. Hier ist. Kannst du da runter scrollen oder siehst du nichts? Musst du eingeloggt sein, ne? Wahrscheinlich, ja. Ah ja, du musst eingeloggt sein. Das ist natürlich schade. Weil da hätte man sonst. Also, warte mal, ich gebe dir mal eine andere URL kurz. Gara Product Placement. Kommt noch was? Ja, sofort. Garak, du bist so unvorbereitet. Du hättest doch wissen müssen, dass ich genau das frage. Ja, vor allen Dingen. Also, du weißt doch, wie heiß ich immer bei dir gucke, ob du gut startest und dann komme ich wieder, wenn du landest. Also. So. Aber mal so eine Frage für zwischendurch, Leute, weil Garak ist ja gerade beschäftigt. So, ich habe einen Link für dich. Ja, okay. Ja, dann öffne ich das einfach mal. Ich öffne es. Ja, ist kein Problem. Ist ein seriöser Link. Ja, ich glaub dir das schon. Obwohl, jetzt hätte ich ja die Chance gehabt. Oh, Mia ist Rahmschnitzel? Hey, cool. Ich habe Mia und Rahm noch nie in einem Raum zusammen gesehen. Nee, ich auch nicht. Wow. Das ist jetzt noch privat. Das ist ja... Ja, wer ist hier nicht vorbereitet, Herr Dizzy? Entschuldigung, es war so schön, heute mit euch zu reden in der Vorbereitung, dass da wieder so Malheur passiert ist. Ja, macht ja nichts. Ne? Also, da auf dem Bild ganz kurz, um das abzuschließen, da fliegt ein Pilot da mit dieser Maschine und man sieht quasi alle Instrumente, die relevant sind, also Funkfrequenzen, all das, was man so muss, Transponder, künstlicher Horizont, Geschwindigkeit, also alles, was so in so einem Flugzeug wichtig ist. Das ist die Sicht des Lehrers und der Pilot ist halt in seinem Flugsimulator von Microsoft oder es gibt ja auch verschiedene andere und fliegt dann. Und der Lehrer kann eben ganz genau sehen, was der Flugschüler macht und kann eben dann dementsprechend reagieren und ihm sagen, was er machen soll, wo er längs fliegen soll und so weiter. Ist voll cool. Garak, weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Wir sollten dich niemals zu deinen Projekten fragen. Du bist dann immer, ja. Das ist so ein Thema, du bist so hoch motiviert, dass man dich gar nicht unterbrechen will, ja? Und alle sitzen so vorm Monitor. Oh, ist das nicht schön, wenn Märchen Onkel Garak was erzählt? Oh, schön. Erzähl ruhig weiter. Oh, Aber es ist echt interessant. Also, jetzt mal ohne Witz, Mia Slabby, oder? Also, was es nicht alles so gibt. Ich finde das interessant, dass da so viel Organisation hintersteht und dass das tatsächlich so eine große Community ist, was mir persönlich noch nicht bewusst war, ja. Naja, es ist halt schon riesig, ne? Also deswegen ist es auch nicht so richtig verständlich, warum Microsoft den Flugsimulator eingestellt hat, aber das ist eine Entscheidung von Steve Ballmer gewesen und der hat ja nachweislich nicht wirklich gute Entscheidungen getroffen. Mittlerweile gibt es ja zum Glück... Ersatz in Form von einem Flugsimulator, der von Lockheed Martin kommt. Das ist eigentlich zu Ausbildungszwecken gedacht und kein Game. Deswegen ist es auch ein richtiger Simulator. Aber wie gesagt, es gibt da halt Alternativen mittlerweile und das ist eigentlich ganz gut. Und es ist ja, da fängt es ja noch, es ist ja noch gar nicht zu Ende. Also da ist es ja, das ist ja nur so im kleinen Kämmerlein, sage ich mal so. Wir fliegen natürlich auch alle online mit richtigen Lotsen. Das heißt, Wir stehen auf dem Airport, connecten uns und funken den Tower an. Und da sitzt einer auf dem Tower und der hat einen Radarbildschirm und sieht unsere Flugzeuge. Also das Ganze geht ja weiter. Und da gibt es zwei große Netzwerke mit weit über 300.000 Mitgliedern. Und da kann man dann durch die Gegend fliegen und hat dann auch schön Lotsen, mit dem man reden muss. Und man hat so quasi das komplette Simulationserlebnis. Schon mal überlegt, Vollzeitsimulant zu werden? Nee.
Also ohne, also jetzt ohne Witz, ja, so viel Zeit, wie du jetzt auch redest und wir nicht zu Wort kommen, für mich hängt da, ich klebe da an deinen Lippen. Ich finde das immer super interessant. Ich meine, ich bin ja zu blöd dafür. Ich musste ja vor kurzem mir eingestehen, ich kann nichts richtig außer Gülle erzählen, was Computerspiele angeht oder Simulation, aber ich glaube, das würde ich gar nicht hinkriegen. Also meinen höchsten Respekt an alle Leute, die da auch nur ansatzweise in der Form das auf die Beine stellen. Das ist richtig krass. Also das ist toll. Ich würde gerne, und zwar Chris hat eine Frage reingehauen über Twitter, die ganz gut reinpasst, die ich gerne so mal in die Runde werfen würde. Worauf freut ihr euch am meisten dieses Jahr? Egal, Spiel, Hardware, Veranstaltung oder etwas anderes. Wie sieht's aus? Slabby? Dass ich meinen 30. Geburtstag letztes Jahr schon gefeiert habe. Darauf freust du dich dieses Jahr? Neun Jahre, bis die nächste Null kommt. Wenn neues Zelda kommt, dann auf das neue Zelda. Am allermeisten. Weil das ist immer das schönste Spiel, das jemals rauskommen kann. Im ganzen Jahr. Ansonsten, weiß ich nicht. Ich jetzt als Minecraft-Spieler auf die ganzen 1.8er Modpacks. Hätte ich jetzt gesagt, aber sonst habe ich jetzt, die Twitch-Partner-Party auf der Gamescom. Mia, gehst du eigentlich auch auf diese Twitch-Partner-Party auf der Gamescom? Ich war letztes Jahr sogar angemeldet, aber ich habe den Eingang nicht gefunden und dann bin ich wieder gegangen. Bisher war ich nicht der Meinung, dass das jetzt tatsächlich so groß und toll sei. Es ist immer nur so toll, wenn man nicht reingehen darf, wahrscheinlich. Ach so, okay. Ja, Slabby, also... Also es gab... Entschuldigung. Mach du, mach weiter. Es gab umsonst Essen und Trinken, das war für mich der Grund, da hinzugehen. So. Das ist schon mal gut, ne? Das ist schon eine sehr solide Basis für eine gute Party. Ja, es gibt was zu essen und was zu trinken. Sehr gut. Also, ich will den Garak antwerken dieses Jahr. War da schon einer von euch überhaupt? Jemals? Nee. Oh. Okay. Ich habe mich bis jetzt ums Socializen immer gedrückt. Ich wollte immer der kleine, dicke Junge in seinem Kämmerchen sein. Aber dieses Jahr komme ich nicht drum rum. Oder ich freue mich eigentlich dieses Jahr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die ganzen Events. Also mittlerweile bei mir sind es schon drei, die geplant sind dieses Jahr. Und ich freue mich extrem drauf, bin ich ganz ehrlich. Also das wird für mich definitiv 2016, wird das ein Riesen-Highlight. Sowohl Stress als auch Highlight, finde ich. Also bei mir geht's auf die Dreamhack dieses Jahr, die in 2 Wochen, 10 Tage ist die, glaube ich. Dann nochmal auf die Fantasy in Basel, das ist auch nochmal dann. Und zur Gamescom dieses Jahr. Also ich freue mich sehr auf 2016, muss ich wirklich sagen. In jeglicher Form, also mein Stream wird anders dieses Jahr, damit ich auch mal was erzähle von 2016. hab ich gut gemacht, oder? Ich bin ja gut so... Also ich freue mich extrem auf 2016. Es wird was anderes. Es wird alles ein bisschen, aufgrund der vielen Reisen werde ich viel von unterwegs streamen dann. Also bei Freunden dann zu Hause das Internet mopsen und über Laptop einfach so ein bisschen erzählen und berichten, wie es so war. Für mich geht es dann noch auf Reisen dieses Jahr, ein bisschen weiter weg. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und wohin? Nach Amerika geht es dieses Jahr noch. Ende Februar, März so ungefähr ist der Plan. Da werde ich dann auch nochmal so 1,5, 2 Wochen nicht da sein und von da versuchen irgendwie zu streamen. Und das wird für mich sehr gigantisch. Also ich freue mich wirklich extrem. Und jetzt kommt das ist mein absoluter Favorit dieses Jahr. Ich werde mir auf der Wii dieses irgend so ein Sportding holen und werde auf dem Stream so richtig mit Pornoband und richtig schöne, richtig schöne Pornoklamotten werde ich einen Monat oder so Sport machen. Und gesund Wii essen fit. Und sowas. Ja, so sowas das ungefähr. Ist Ist das da like creative? Da oder kann ich dir gute Tipps für super Smoothies geben. Super Smoothies? Ja, ich werde einen Monat lang, habe ich mir vorgenommen, weil ich ja wirklich viel rumsitze und wirklich nichts mache, habe ich mir vorgenommen, mit der Community einen so einen Monat zu machen, wo wir dann so al dente Sport machen und vernünftig essen und Rezepte austauschen und lauter solchen Zeug. Das wird sehr cool. In dem Call on Me Video dann? Ja, so ungefähr. Nur, dass ich mir wahrscheinlich keine Strumpfhose anziehe. Das ist mir dann, das gibt's leider nicht in Zeltisch, weißt du, in Zeltgröße. Das haut nicht hin. Ja? Das wird cool. Aber Spiele, ich meine, über Spiele werden wir ja gleich noch reden. Da müssen wir ja nicht groß was anschnacken, oder? Wie ist das bei dir, Garak? Hast du irgendwas ganz Spezielles, wo du dich drauf freust dieses Jahr? Und Mia?
Ja, also ich habe drei Veranstaltungen, vier. Also ich habe einige Auswärtstouren beruflich. Eine führt mich wahrscheinlich auch in die Staaten. Auch im Februar schon. Ist aber noch nicht ganz safe. Mal gucken. Ende Februar, Mitte Februar, Mitte Februar. Allerdings weiter in den Süden dann, also nach Florida. Mal gucken. Aber das ist beruflich, da muss ich arbeiten. Also insofern ist das aber trotzdem ganz nett. Dann drei Veranstaltungen, die was mit Gaming, nee, zwei, die was mit Gaming zusammen, naja, mehr oder weniger oder mit meiner Community. Also einmal Gamescom, klar. Also Gamescom möchte ich dieses Jahr hin. Ich will mir das wenigstens einmal im Leben antun. Ich glaube, es wird sehr anstrengend und nervtötend zeitweilig. Aber auch wieder cool. Und ich denke auch, dass ich viele Leute aus meiner Community dort treffen werde. Und natürlich auch Plankenschnack-Community. Und das wird bestimmt cool. Fotokina ist dieses Jahr nochmal Köln. Also ich muss zweimal nach Köln. Und natürlich im Juni zu meinem Geburtstag ILA, ne? Ist ja wohl klar. Da geht es zur Berlin Air Show. Anfang Juni ist das. Und da sind dann die richtigen Flugzeuge zu sehen. Da kann man mal in schossliche Airbusse einsteigen, wenn sie nicht fliegen, und sich dementsprechend die Flugschauen angucken und so weiter. Also das ist schon ganz nett. Das ist die ILA, die auch, ich glaube, alle 2 Jahre oder alle 4 Jahre, ich bin mir da gar nicht sicher. Aber ich bin da schon lange nicht mehr gewesen, das letzte Mal schon ewig her. Also da muss ich mal wieder hin. Und das ist auch für mich dann wieder eigentlich ein Highlight, weil auf der ILA kann man natürlich auch Community-Treffen machen, ne? Also gerade die ganzen Flugsimulanten, dann ILA, das passt natürlich alles total zusammen. Und in Berlin gibt es ja nachweislich die beste Currywurst. Ja, und dann, nö, das sind so die Highlights, würde ich sagen. Wie er Also halt schon jetzt. total den Plan auf den Tisch legt, so eine Rolle. Da denkst du so, Garak, fragst du eine kurze Frage. Ja, Garak hat wieder eine extra lange Antwort. Ja! Aber Ja, stark, aber du das hast ist es echt so was ungefähr. vor dieses Jahr. Jetzt kommt mir, ich fahre zu Gamescom. Ich werde wahrscheinlich nicht zur Gamescom fahren, weil es mir letztes Jahr zu voll war. Und wenn ich, letztes Ja, Jahr, letztes ja, Jahr. letztes Jahr, letztes Jahr zu voll war. Und zu warm. Also da kann die Gamescom ja nichts für, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist etwas, was man sich einmal anguckt und dann reicht das auch. Ich Sehe habe ich ein Spiel genauso. gespielt und das war kurz vor Ende, also bevor die die Türen geschlossen haben. Und ansonsten habe ich mir gar nichts angeguckt, weil ich absolut wartefaul bin und dementsprechend saßen wir eigentlich fast die ganze Zeit nur irgendwo rum und haben gewartet, dass der Tag umgeht. Das fand ich nicht so schön. Es war sehr schön, Leute zu treffen und so und ein bisschen zu quatschen, aber ich glaube, das kann man schöner organisieren als über die Gamescom. Deswegen bin ich da gar nicht so gehypt drauf, um ehrlich zu sein. Ich Und muss ganz ehrlich sagen, ich will Verzeihung, aber ich möchte Selfies machen. Ich hab letztes Jahr das Twitter, ich will die beschissensten Selfies dieses Jahr machen. Also auf jedem Bild eine andere Fratze irgendwie so. warst du schon mal als Streamer auf der Gamescom? Nein, ich war noch nie auf der Nein. Gamescom. Und Oh, okay. ich muss auch ganz ehrlich sagen, da würde ich gerne auch eine Frage an euch stellen. Wie wird das für euch, wenn Leute euch einfach anschnacken? Weil sonst ist das ja, ich sag mal, wenn man bei sich zu Hause weggeht, da wir ja nun nicht die bekanntesten Menschen der Welt sind, aber das wird das erste Mal sein, glaube ich, dass Leute wollen, dass wir ihre BHs unterschreiben. Natürlich bei uns, bei dir, Mia, vielleicht ja auch, weiß ich ja nicht. Natürlich. 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 Aber habt ihr euch damit schon mal gedanklich auseinandergesetzt, wie das ist? Also ich meine, Mia und Slabby, ihr habt das ja schon erlebt, ja. Aber Garak, weißt du, wie das für dich da sein wird, das erste Mal? Ich bin ja eh ein Star, also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Also, ich bin das ja gewohnt. Also du weißt ja, was ich mache. Also ich bin das ja gewohnt, am Set völlig durchgeknallte Producer rumrennen. Und also ich meine, das ist schon so. Wir machen manchmal Fotoshootings draußen irgendwo in Hamburg, lassen eine Straße sperren, ja, und dann wird da mitten auf der Straße irgendwas weggeshootet. Da hast du Audience ohne Ende. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Also das macht mir nur am wenigsten Sorgen. Da bist du auch dauernd hier. Ist das für Germany's Next Topmodel? Ich sage dann immer ja. Und ja, ist halt so. Also das macht mir überhaupt keinen Stress. Nee. Wie war das für euch, Slabby und Mia? Habt ihr irgendwas unterschrieben? Also so quasi irgend so ein Kleisterei? Ja, wie war das für euch? Erzählt mal einen Schlag.
Also ich bin nur deswegen dahin gefahren, weil ich halt einfach Leute treffen wollte. Ich wollte nur Sachen unterschreiben. Ja, ich habe Minecraft-Schwerter unterschrieben. Kleine Kinder kamen an mit ihren Eltern und ich habe Fotos gemacht mit denen. Und da kamen auch andere Leute halt hin, wie zum Beispiel, ich habe da zum Beispiel den Tim, den Herrn Juhl kennengelernt, persönlich halt auf der Gamescom. Und überhaupt, das ist halt perfekt, um einfach Leute zu treffen und mit denen halt ein bisschen zu quatschen. Ich bin da nicht hingefahren, um mir irgendwelche Spiele anzugucken. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich fahre doch nicht vor allem am öffentlichen Tag irgendwie dahin, um mich da in eine Reihe zu stellen. Dann ist der halbe Tag rum oder sowas. Also das macht ja, weiß ich nicht, da fahre ich jetzt nicht auf eine Messe. Da war ich früher hier in Dortmund auf der U, da fand ich das schon schrecklich. Auf der Jugendmesse als Kind. Und da gehörte ich zur Zielgruppe. Von daher, jetzt glaube ich, da gehöre ich einfach nicht mehr zu dieser Zielgruppe. Deswegen, ich bin da halt hingefahren, um da ein bisschen rumzulaufen und über Twitter halt mich mit Leuten zu verabreden. Und das war mein Highlight des letzten Jahres, muss ich wirklich sagen. Eins meiner Highlights. Jetzt zumindest als Streamer war das mein Highlight. Ich war total gehypt an dem Tag. Absolut. Also wenn irgendwas das Wort Hype beschreibt, dann ich an diesem Tag. Wow. Steht im Duden drin, habe ich gehört. Mhm. Ja. Und bei dir, Mia? War das das erste Mal? Die Frage ist, war das für dich das erste Mal, dass du was signiert hast? Hast du überhaupt was signiert? Ist die nächste Frage. Ja, ja, okay. Habe ich. Also es war für mich allgemein das erste Mal Gamescom und auch das erste Mal, dass mich Leute angequatscht haben. Das war nicht komisch, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen, wenn die Leute so sehr aufgeregt waren, dass man sich gedacht hat, ich bin doch nur ein Mensch. Du darfst mir gerne Hallo sagen. Das ist vollkommen in Ordnung und das war halt irgendwie komisch, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Weiß ich nicht, wenn ich andere Menschen treffe, dann sage ich denen Hallo und quatsche ein bisschen mit denen und gut ist. Ich mag das immer nicht so auf so einen Thron gehoben zu werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das finde ich sehr unangenehm tatsächlich. Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen dagegen gesträubt, etwas zu unterschreiben, weil ich das komisch finde. Ich mag das auch nicht, wenn man Leute, die einem zugucken, als Fans bezeichnen. Ich mag diesen Ausdruck nicht. Und Leute wirken immer sehr fanatisch, wenn sie dann so aufgeregt sind. Deswegen war das teilweise ein bisschen komisch. In den meisten Fällen, was auch daran liegt, dass viele Leute aus meiner Community eben auch in meinem Alter sind oder sogar ein bisschen älter, sind die Leute aber auch nicht aufgeregt, sondern ganz entspannt. Und da war das schön. Da war das schön, mal Leute zu treffen, die man sonst halt nur aus dem Internet kennt. Auch halt eben eher Kollegen, um das mal so zu sagen. Halt irgendwelche anderen Leute von YouTube oder Twitch, die man mal so getroffen hat. Das fand ich sehr nett, weil man sonst ja nicht so gut zusammenkommt. Da ist die Gamescom halt sehr praktisch, weil da doch viele Leute aus der Branche auch unterwegs sind. Und man einfach mal Hallo sagen kann. Okay. Habt ihr wen getroffen, den ihr schon immer mal treffen wolltet? Ja. Ich weiß nicht, ob dir Trash das Money was sagt. Bei ihr habe ich auch übernachtet und ich habe Kitty getroffen. Und ich habe Hyuga getroffen, habe mit dem ein bisschen gequatscht und einige andere. Es waren ziemlich viele, also zu viele, um die jetzt alle zu benennen. Aber es war sehr nett, einfach mal mit den Leuten zu reden, ganz entspannt. Und mit Saraza kurz geredet, das war auch ganz nett. Der ist tatsächlich gar nicht so, wie er wirkt in seinen Videos, sondern wie man sich es vorstellen könnte, doch sehr entspannt. Ich habe mit Sturmwaffel kurz gequatscht. Wir waren ja bei der Gamescom bei Last Man Standing, auch im Backstage-Bereich. Da waren natürlich viele Leute, mit denen man sich mal nett unterhalten konnte. Das war ganz nett tatsächlich. Und die Leute sind in der Regel sehr normal, Gott sei Dank. Auch wenn das ein bisschen seltsam war, weil man hat häufig das Gefühl gehabt, dass da viele Leute sind, die sich gegenseitig angucken und überlegen, muss man den jetzt kennen? Und da fand ich dieses allgemeine Gefühl irgendwie unschön, anstatt einfach miteinander umzugehen, als wäre man Mensch und Mensch. Ne? Das, ich glaube, das greift jetzt zu tief, aber das ist das, was mir so hängen geblieben ist. Fand ich dann teilweise ein bisschen komisch. Aber so grundsätzlich, ja, habe ich doch ein paar Leute getroffen, mit denen ich gerne mal reden wollte. Bei dir auch, Slabby? Ja, wie gesagt, ich habe den Tag genossen. Absolut. Ich habe jetzt niemanden, du meinst, ob ich jemanden getroffen habe, den ich schon immer treffen wollte? Ja. Nö. Als ich reinkam in die erste Halle, das erste, was ich höre, und hier ist Gronkh! Ah! Das
Nee, aber dann, den habe ich nur von Weitem gesehen. Den wollte ich ja auch noch nie wirklich treffen. Also, ich habe Respekt vor dem, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den unbedingt treffen muss oder ihn umarmen muss oder so. Ist jetzt, da hätte ich, glaube ich, eher auf der TwitchCon in den USA, hätte ich, glaube ich, mehrere Leute, die ich gerne treffen würde. Jetzt auf der Gamescom. Zum Beispiel. Ja, genau. Whitwix und die ganzen Konsorten, genau. Nee, deswegen, ich gucke ja auf Twitch jetzt auch nicht so viel deutschen Content jetzt selber als Zuschauer. Dass ich da jetzt, ich bin da eher Fan, Ultra von Amis als oder Australiern, vor allem Australiern, irgendwie, warum auch immer. Und die Wegen dem Australier irgendwie Akzent. am besten, ja, wahrscheinlich. Weil sie so häufig fluchen. Garak, ich meine, du bist ja jetzt schon in einem gestandenen Dark Age of Camelot Alter. Willst du mal irgendwen von, wie Mia das schon gesagt hat, mit Gänsefüßchen, Kollegen mal gerne treffen? Hast du da irgendwen vor Augen? Also, ist ja auch völlig Wumpe, von welcher Plattform. Nö. 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 Also nicht jetzt so. Nö. Ich wüsste jetzt nicht. Nö. Also das gibt jetzt kein. Da muss ich jetzt echt länger überlegen. Aber nee. Also mir fällt da jetzt auf Anhieb irgendwie keiner ein. Nicht mal Slabby oder ein von uns oder also Naja. Ihr natürlich nö. schon, aber jetzt, ich ging jetzt nicht davon aus, dass ich darauf Hab's auch bezogen war. gedacht. Also, ich würde das mal witzig finden, wenn wir auf der Gamescom mehrere Bay Pirates finden. Wenn wir beide fahren, sind wir ja schon zweit. Slabby kommt dann auch. Und da müssen wir Sali noch dazu bekommen. Die würde ich gerne mal in live, in Action sehen. Ich weiß aber nicht, ob ich das überlebe. Aber ja, die ist sehr agil und quirlig. Ich mag Ja. Sali. Und ja, aber nee, aber wenn ich jetzt, also außerhalb unserer Streamergruppe, also echt nicht, also wüsste ich jetzt, also da würde ich jetzt nicht, ich würde jedem Unrecht tun, wenn ich jetzt, also anderen Unrecht tun, wenn ich jetzt einen herausheben würde. Ich finde viele sehr gut aber ich habe jetzt nicht unbedingt so, ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. Ich habe jetzt keine, ich habe kein Vorbild, ich habe keinen. Also, was wenig beeindruckend finde, sowas kann, aber selbst das ist schon grenzwertig. So Leute wie Gronkh oder Ungespielt, also die möchte ich jetzt nicht treffen, obwohl Gronkh wäre vielleicht ganz lustig. Aber ich finde beeindruckend, wie die ihr Business aufgebaut haben. Und zwar ja eher durch Zufall. Ich glaube nicht, dass das geplant war. Das war ja kein Plan, als die angefangen haben, vor 4, 5 Jahren auf YouTube irgendwelche Let's Plays zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich aus heutiger Sicht, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie geglaubt hätten, wenn man ihnen gesagt hätte, in 5 Jahren seid ihr da und da, nämlich da, wo sie jetzt sind. Ich glaube, die hätten ihnen den Vogel gezeigt. Kein Mensch hat das vorausahnen können. Keiner. Und damals war Twitch ja noch nicht mal ansatzweise ein Thema. Und auch heute ist Twitch ja, hatten wir ja schon das Gespräch, mehrfach gar nicht in der breiten Masse vorhanden, sondern einfach nur in einer kleinen Nische. Aber trotzdem, dass sich das so entwickelt hat, insofern, nee. Also da vielleicht, also das finde ich beeindruckend, ja. Also da würde ich jetzt nicht Nein sagen, wenn er mir über den Weg laufen würde. Aber jetzt gezielt irgendwo hin und so, ey, du bist aber toll. Nee, würde ich nicht. Nee, ist nicht mein Ding. Also bei Slabby würde ich das machen. Echt? Ja, bei dir nicht. Wir haben ja mal miteinander gesprochen. Ich möchte ja unser Gespräch nicht ausführen, aber wir haben uns ja mal darauf geeinigt, dass wir Kollegen sind. Ne? Also. Ich erinnere mich. Ja, dunkel. Danke, Slabby, dass du mich fragst. Also, ich weiß nicht. Also, ich würde kein Treffen dann wollen. Also, ich bin ganz ehrlich. So, ich möchte kein Treffen. Wenn ich die Leute treffe, würde ich ganz normal mit denen schnacken, so, die mal kennenlernen. Weil ich möchte, was mich halt interessiert, wie Leute ohne die Cam und ihren Stream oder ihr YouTube sind.
Und ob sie wirklich auch so die Person wären oder nicht. Und das ist das einzige Interessante. Und ich kenne jetzt wirklich niemanden, muss ich auch sagen, den ich unbedingt mal treffen wollen würde. Nicht mal im englischsprachigen Raum, wo ich Leute extrem feier und gern habe, würde ich auch keinen treffen wollen. Für mich ist das, ich will, ganz ehrlich, ich will Christian Bale auch nicht sehen. Denn ist er mir unsympathisch und dann ist Batman kacke. Und da habe ich gar keine Lust drauf. Und so sehe ich das immer, ja. Lass die Leute lieber so woanders sein, untouched. Du willst gar nichts von dir wissen. Na hey, pass auf, steht da, sagen wir mal, Mia, ja, wir treffen uns mit Mia und wir unterhalten uns und wir mochten uns eigentlich immer so wie man sich halt, wenn man sich nicht kennt, mag. So, ja, cooler Stream hier auch, nice, Minecraft hier, Idiot spielt irgendwelche Kackspiele. Und dann steht sie vor dir und du popelst in der Nase. Und stehst da, ja, Mia, und, wie ist dein Tag so? War eigentlich recht geil und sonst hier, Currywurst noch, oder? Und dann steht Mia da, wow, nein, Stream gucke ich nicht mehr. Und jedes Mal dann, okay, heute gebe ich ihm eine Chance. Heute gucke ich rein. Oh nein, der Popel! Oh nein! Und dann passiert genau solche Sachen. Und deswegen, ich glaube, man sollte immer den gewissen Abstand wahren. Ich hab mir für die Dreamhack habe ich mir auch schon was Lustiges ausgedacht. Ich werde mit Andreas und meinem besten Kumpel zusammen mich bei Counter-Strike hinsetzen und dann werde ich immer schön so ein Bild von der Reihe posten. Hallo Leute, bei Counter-Strike sind gerade Plätze frei, wer will vorbeikommen? Und dann lade ich die ein und dann gucken wir zusammen bei Counter-Strike und schnacken nebenbei. Das war so meine Idee. Aber um jetzt auf Kollegen einzugehen, wenn das passiert, passiert das. Ansonsten ja, denn halt nicht. Ja? Wobei mit so Garak, mit also, Garak dann so oder die man sich so kennt oder die auch beim Plankenschnack waren, die man mal persönlich kennengelernt hat. Persönlich her, sag ich mal, man hat ja nicht oft solche Gespräche, dafür sind die ja da, dass wir uns kennenlernen und die Leute uns kennenlernen. Da würde ich das dann schon gerne mal irgendwann machen, aber nicht so auf Zwang, ja. Hallo, Garak, kommst du jetzt zur Halle B und da hinten und dann das? Nee, das wäre mir dann ein bisschen zu gut. Lass uns Walkie-Talkies kaufen. Unbedingt. Und dann schicken wir die vorher weg per Post, ja, und dann können wir, der Adler ist gelandet. Und dann kommt, der Vogel ist im Nest. Und dann treffen wir uns. Das wäre auch cool. Das wäre eine sehr geile Idee. Machen wir uns so einen Knopf ins Ohr, weißt ja. du, wie die. Personenschutz. Und dann zieht er einen Hitman-Anzug an, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Personenschutz meldet Probleme. Können wir in Gang 3 die Groupies wegmachen? Oh Mann, sehr gut, ja. Das erinnert mich an meine Geschäftsidee übrigens. Das finde ich ein guter Moment, um darüber zu reden. Ich hab nämlich die Popeletten erfunden. Die das was? Sind wie Dixie, die Popeletten. Das sind wie Dixie-Klos, nur da geht man rein, um zu popeln. Auf öffentlichen Veranstaltungen, Großveranstaltungen. Da ist dann ein Stuhl drin und Klopapier und dann kann man dann popeln. Weil das macht man halt. Also wer sagt denn, dass man nicht öffentlich popeln sollte? Ne? Aber finde ich, ist eine gute Idee. Man kennt auch Taschentücher. Ja, aber ja. Schnauben? Ja, Schnauben. Wenn's, warst du schon mal auf einem Festival? 3 Tage? Ja, dann macht man einfach so Bauarbeiter und weg damit, ab in Dreck und dann ist gut. Nein, natürlich. Nee, mal, aber jetzt mal. Das müssen wir ja nicht weiter. Aber Popeletten, ja, das wäre schön. Das wäre eine klasse Idee. Damit wirst du bestimmt irgendwann Erfolg haben. Mark my words, ich werde Popeletten-Milliardär. Mark my words. Rockstar hat eine schöne Frage gestellt und zwar, denkt ihr, dass in diesem Jahr was passiert, was das Streamen revolutionieren wird, beziehungsweise enorm pusht? Darf ich? Ja, hau rein, Mia, komm. Ich glaube, dass, ich glaube, dass wie auch Ende 2015 immer mehr große YouTuber auf Twitch rüberschwappen werden, weil sie nämlich merken, dass YouTube langsam einschläft. Und das Twitch. So wie du? Wie ich, genau. Ich habe tatsächlich fast gleichzeitig angefangen. Okay. Es war ein halbes Jahr dazwischen, glaube ich, zwischen Twitch und YouTube bei mir. Solche Leute wie Ungespielt zum Beispiel oder Gronkh, die sind ja doch auch erst im Laufe von 2015 rübergekommen. Nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ich glaube, dass das mehr wird, auch im deutschen Bereich. Und dass dadurch sich einiges verändern wird auf Twitch. Gerade was so die Zuschauerschaft angeht, vor allem wenn es viele Leute sind, wie eben die beiden genannten. Ich will jetzt nicht einem von den beiden vorwerfen, dass sie eine sehr
kindliche Community haben. Die haben sicherlich auch erwachsene Leute drin. Aber gerade wenn man dann halt Minecraft streamt, ich glaube, der Stabby kann da auch mitreden, merkt man das halt schon, dass sich das verändert hat im Laufe von einem Jahr. Ich finde, es ist heute noch ein bisschen krasser als vor einem Jahr, als ich Minecraft gestreamt habe. Ich muss sagen, ich habe eher das Gefühl, dass die Leute ein bisschen erwachsener geworden sind. Was? Echt? Ja, das habe ich auch das Gefühl. Also bei mir kommen immer noch ziemlich viele Kinder dabei. Ich habe ja gerade angefangen mit Minecraft-Spielen. Ja, ich bin ja immer 5 Jahre zu spät. Und ich habe mir deutsche Minecraft-Streamer angeguckt in den letzten 1,5 Wochen. Außer Slabby ist nichts zu gebrauchen. Also von denen, die ich gesehen habe. Weil die alle irgendwie nur am Rumschreien, rumkreischen und das ist irgendwie nicht meine Welt. Das sind so 16- bis 20-jährige YouTuber, tatsächlich, da hast du recht. Es sind sehr viele YouTuber, die plötzlich, das siehst du ja daran, die haben unheimlich viele Follower und keine Views. Ja, also die sind einfach rübergeschwappt und sind jetzt bei Twitch, bringen ihre gesamte Community von YouTube mit, haben insofern sofort erstmal einen ganzen Sack voll Dinge, Follower, sind meistens auch sofort gepartnert, wenn sie entsprechend viele YouTube-Abonnenten haben und haben aber kaum Views. Und die sind irgendwie so laut, so schrill, also das ist nicht meine Welt. Also da bin ich dann zu alt für wahrscheinlich. Ich brauche das ein bisschen gepflegter, das gibt's dann bei den Amerikanern eher. Aber bei den Deutschen finde ich, also ist das was. Und das ist wirklich total unterschiedlich, gerade bei Minecraft. Da ist mir jetzt aufgefallen, weil ich das jetzt explizit 1,5 Wochen gesuchtet habe. Die amerikanischen Streamer, alles gesetzte Leute, ich glaube, die sind älter als ich zum Teil. Ja, also die großen Streamer, also die wirklich Zahlen haben, wie Wild und Co. Ja. Und auf der anderen Seite die deutschen Streamer, die noch nicht mal einen Bart haben. Ja. Und du darfst. Und die wirklich die ganze Zeit, als ob sie CSGO spielen, ihr Minecraft da machen. Also ein Gegröle, ein Geschreie mit 5 Leuten im Chat, also per Voice. Und da kann man nicht zugucken. Das ist einfach dramatisch schlecht. Ne? Ja, also Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, diese Streamer, die CSGO spielen und Minecraft, das ist schrecklich. Ja. Ich glaube, das ist wirklich eine Geschmackssache. Ich persönlich, lach mal nicht so dreckig. Hey, ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen. Entschuldigung, spielst du Minecraft, Mia, und CSGO? Niemals. Ich dachte, du spielst nur noch Fallout den ganzen Tag. Ja, natürlich. Nee, für mich ist das auch nichts, muss ich zugeben. Ich mag auch lieber ruhige Streamer. Und dann guckst du bei mir zu? Weil du bist doch meistens ruhig, außer es passiert irgendwas Doofes, weil du wieder doof stirbst oder so. Also was schon sehr häufig passiert, aber, ich glaube, das ist jetzt ja nicht das Thema. Was ich sagen wollte war, für mich persönlich ist das auch nichts, aber wenn die Leute sich in diesen Streams wohlfühlen, ist das ja in Ordnung. Ich meine damit nur, ich glaube, dass sich dadurch Twitch ziemlich verändern wird, weil eben viele von diesen Leuten auch auf Twitch kommen und auch ganz andere Ansprüche haben, weil sie es eben nur von den Leuten kommen, die auf diese Art und Weise häufig streamen und halt eben ihre YouTube-Videos gemacht haben. Ich habe die Twitch-Community 2013, 2014 als recht erwachsen und ziemlich entspannt kennengelernt. Und das verändert sich manchmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so grundsätzlich. Also ich habe mich einmal daran gewöhnt, keine Angst zu haben, Leute zu bannen und es sogar mittlerweile zu genießen, die Nerven. Celebrate good times, come on! Aber ich habe die längste Bangliste, da kannst du sicher sein. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Okay, Vorteil, weil du schon so lange bannen darfst. Ja. Ich sehe das halt als eine Art natürliche Auslese an. Ne? Ja. Von daher. Natürlich kann man da als Streamer immer selbst noch einen Riegel vorschieben und sagen, solche Leute möchte ich haben oder nicht. Bei mir wird auch recht schnell gebannt, um ehrlich zu sein. Wenn jemand bei mir zu oft reinkommt und sagt, oh, du Süße, dann fliegt der zum Beispiel. Nur um das jetzt mal auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Oder wenn jemand anfängt zu beleidigen, dann ist der auch instant raus. Aber ich meine halt, grundsätzlich wird sich da was ändern. Das war natürlich vorher auch der Fall. Aber dadurch, dass die Community größer wird, muss man da natürlich auch mehr ausüben.
Aber es ist doch generell, ist es nur was Positives? Also ich meine, bis jetzt kamen nur negative Sachen zu hören. Das war nicht negativ gemeint. Ja, aber doch schon so leicht mit einem Beigeschmack, der etwas salzig war. Also nicht salty, sondern einfach nur als übertrieben. Ein Geschmäckle. Das Salz war zu doll geschüttelt. Ne? Im Endeffekt, seitdem zum Beispiel Gronkh und Ungespielt da sind, ja, habe ich zum Beispiel den Vorteil, dass ganz viele Leute sich auch zu mir verirren und sagen, hey cool, du bist nicht Gronkh, vielleicht ein bisschen hässlicher, aber du bist ja von der Art her ganz cool. Und sie bringen halt auch Menschen hierher und das ist was Positives. Und jetzt mal hin oder her, wie die Leute nur drauf sind, wenn man sich da halt reinklickt und einen 16-Jährigen guckt, dann ist das halt so, ist man ja nicht gezwungen zu. Aber im Endeffekt ist es eigentlich was sehr, sehr Positives, was mir persönlich sehr gut gefällt. Aus welchen Intentionen und welchen Gründen sie dann nun hierher kommen, spielt ja keine Rolle. Aber sie kommen hierher und bringen uns eigentlich, oder was heißt uns, nicht mal uns, doch so uns als Zuschauer, wie ich mich jetzt selber mal sehe, bringen sie mehr. Wir werden mehr deutsche Streamer haben von YouTube, die uns mehr Publikum bringen. Ob wir nun mehr bannen müssen oder mehr nicht, das liegt ja dann wieder an uns. Also jetzt uns als Streamer dann. Aber es ist was Positives und ich sehe den Trend kommen und ich finde den Trend eigentlich sehr, sehr schön. Und ich finde auch aktuell als Beispiel gibt es ja so eine, sage ich mal, Verschmelzung, sieht man ja des Öfteren mal, dass viele, viele reine Twitch-Streamer, jetzt als Beispiel mal Stay genannt, der was mit Pete's Meat macht oder mit Moondye, also es schmilzt halt immer weiter zusammen und im Endeffekt machen wir, so sehe ich das, so ist mein Auftrag, sehe ich als Streamer an, wir lieben Spiele, wir wollen Spiele zelebrieren, drauf geschissen, wo die Leute herkommen. Und momentan ist es halt so, wir können das Ganze vereinen und wir tun es auch aktuell. Und das sehe ich persönlich, Stay United und so. Freu dich über Spiele, wir übertragen, wir streamen, basta aufs Ende. Ob da nur einer gebannt wird oder nicht, spielt ja keine Rolle, aber wir rücken näher zusammen. Das Ganze. Ich möchte mich da auch nicht falsch verstanden wissen. Ne? Nee, absolut nicht. Ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist gut, dass immer mehr Leute zu Twitch kommen, weil das bringt mehr Zuschauer. Ne? Und hier und da fällt dann sogar nochmal ein Simulant dabei ab. Die meisten ja nicht, aber in der Regel schon. Also ein paar, ne? Es ist alles in Ordnung. Je besser, je mehr, desto besser. Und nur ist halt überhaupt nicht meine Welt. Also ich fand das nur so bezeichnend, weil ich mich da jetzt anderthalb Wochen mit beschäftigt habe, dass der Unterschied zwischen USA und Deutschland so extrem ist. Hier hast du die ganzen Kinder, die streamen, in Anführungsstrichen. Ja, ich möchte jetzt ja auch keinem zu nahe treten. Und in USA hast du eher so Typen 40 plus, die streamen und sehr erfolgreich sind. Völlig, völlig komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, weil Amerika immer in den Sachen 5 Jahre schneller ist als. Ihr müsst das ja war bei mal, YouTube genauso. Also, ihr müsst aber auch mal die Masse sehen. 40, ne? Ihr müsst halt mal die Masse sehen. Weil bei uns gibt es die Masse nicht. Ich meine, in Deutschland kennst du Hinz und Kunz. Also hier kannst du ja an 3 Händen abzählen, wie viele Leute Vollzeit streamen. Ja? Also wirklich Vollzeit. Und das gibt es in Amerika nicht. In Amerika oder englischsprachiger Raum, der ist halt geboomt voll. Und so weit scrollen wir gar nicht runter, dass wir die 13-, 14-jährigen Kinder sehen beispielsweise. Also ich denke mal einfach, dort hat sich über die Jahre, dadurch, dass es sich schon länger behauptet hat, die Qualität einfach durchgesetzt und wir sehen sie einfach nicht. Wenn wir im deutschsprachigen Raum gucken, gibt es halt... Ja. So weit scrollt ja keiner. In unserem Bereich, sage ich mal, was wir jetzt gerne gucken, ich nenne uns jetzt mal die Ruhigeren, außer ich spiele God of War oder sterbe, was Mia gesagt hat, da gibt es dann vielleicht nicht so viel, was uns vielleicht anspricht. Aber das ist halt auch, weil wir diese Massen gar nicht haben. Glaube ich eher, dass es daran liegt. Dass das dadurch durch diese Verteilung kommt. Ja. Ja. Also man muss auch sagen, wir meckern schon auf relativ, also was heißt meckern, aber das ist schon auf hohem Niveau, was wir sagen, weil Deutschland ist einfach, oder der deutschsprachige Raum ist einfach die zweitgrößte Gruppe auf Twitch. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Wenn du dir mal die Top-Streamer der letzten Monate anguckst, dann sind Unge und Gronkh ganz weit oben. Die sind noch über Lyric oder solchen Leuten. Die bringen schon einige Leute rein. Also man darf jetzt auch nicht vergessen, so, da haben, glaube ich, anderssprachige Bereiche der Welt oder Europas haben da noch ganz andere Probleme. Ne? Also, was heißt Probleme? Aber halt, die sind noch viel, viel kleiner halt. Und deswegen glaube ich, dass es in Deutschland schon relativ schnell angekommen ist, wenn man das mal noch vergleicht und relativ sieht. Wollte, das primär war das auch gar nicht negativ gemeint. Ich wollte damit nur sagen, dass
Jetzt kannst du dich auch nicht mehr rausreden. Twitch an sich grundsätzlich wachsen wird, denke ich. Und wie sich das dann entwickelt, muss man halt sehen. Und man passt sich halt an. Was soll man sich über etwas aufregen, was man nicht ändern kann? Es kann positiv sein, es kann negativ sein. Es wird wahrscheinlich beide Aspekte umfassen. Und dann guckt man einfach. Und ich finde, über Leute wie Unge oder über PewDiePie oder was weiß ich, sich über die Leute aufzuregen, das ist so, als würdest du dich halt über die Bildzeitung aufregen. Sesam, die kommt trotzdem jeden Tag. Als würdest du dich über Sesamstraße aufregen. Das ist halt eine ganz andere Zielgruppe und ein ganz anderes Publikum. Und im Fernsehen beschwerst du dich auch nicht, dass samstags morgens Cartoons laufen, weil das ja nur Kinder gucken und das Kinder zum Fernsehen bringt. Das Ding ist halt, wir sind, was wir nicht vergessen dürfen, wir haben ganz andere Ansichten von unseren Streams, was für uns Unterhaltung ist. Und wir sind aber in dem Sinne, und das darf man immer nicht vergessen, und ich habe alles, was ihr gesagt habt, wollte ich nicht negativ auslegen, falls das so rüberkam. Wir haben halt ganz andere Ansprüche. Ich nehme jetzt mal ein ganz böses Wort in den Mund. Wir sind intellektuell, wollen wir anders angesprochen werden als Claudia, 14, 8. Klasse, hat sich gerade Bibi Blocksberg Shampoo gekauft zum Beispiel, ja. Und für uns ist es halt so, es gibt nicht so viele im deutschsprachigen Raum, die das halt abdecken und ansprechen. Und deswegen, glaube ich, sehen wir das auch nur so. Was man aber nicht machen darf, und das musste ich auch über die Zeit jetzt lernen, dass man zum Beispiel solche Sachen nicht sagen darf, wie zum Beispiel, dass das Gronkh nur Kinder hat oder so. Es gibt super viele nette Menschen, die ich kennengelernt habe, die auch Gronkh gucken. Also ich gucke ihn zum Beispiel nicht. Ich auch. Das sind halt auch bei dem größten Rumschreier auf Doom in CSGO, da gibt es auch super viele nette Leute. Und ich sag mal so, ich persönlich bin dankbar dafür, dass die Leute rüberkommen und uns quasi den Job einfacher machen, weil für mich ist es ein Job und ich habe nicht die, sag ich mal, wie heißt das, die Reichweite zu sagen, ja, ich bringe jetzt hier mal einfach so, weil ich es kann, am Freitagabend 30.000 Leute her und die gucken sich das an und lernen die Seite das erste Mal kennen. Das ist halt was Positives und das freut mich halt. Und das Stream, um auf die Frage zurückzukommen, was sich revolutionär entwickeln wird. Also ich denke, und da bin ich der festen Überzeugung, dass Leute wie Kokanic zum Beispiel, der für mich ein unfassbares Potenzial mitbringt, was er momentan aufzieht in seinem Stream, dass er für jedes Spiel ein Overlay hat. Für jedes Spiel hat er ein eigenes Overlay. Er hat Leute angestellt, die für ihn seine Bots programmieren, permanent da sind. Er hat Mods, die für die auch Geld abgegeben wird, die permanent da sind. Dahinter ist sogar noch so, dass man das vielleicht gar nicht mitkriegt, eine Regie noch dahinter. Und das ist schon echt fett. Und ich glaube, dass so diese Rocket Beans Geschichte, da weiß man ja, die sind so gemacht, so aufgebaut, also professionell. Aber ich glaube, Stream an sich, das wird immer mehr so in dieses Fernsehprogramm gehen. Du siehst die Overlays irgendwann gar nicht mehr. Die gehören einfach zu den Spielen dazu. Da werden Strippen gezogen, da wird On-the-Fly-Giveaways werden da gemacht. Es wird noch viel, viel fetteres Zeug dieses Jahr rausgerollt. Ich denke, dass solche Sachen wie Bob Ross-Geschichten werden demnächst auch noch viel mehr kommen, weil das super viel Anklang gefunden hat. Also solche richtig großen, fetten Sachen, die nicht Messe sind, aber Streams werden dieses Jahr passieren. Und das wird uns schon ordentlich aus den Latschen krachen. Also ich sag mal, die Messlatte für einen, ich sag's mal, professionellen Stream wird immens hoch angesetzt demnächst. Und ich rede nicht von Hardware, sondern einfach von der Aufmachung von dem Stream. Die wird sehr, sehr hoch angesetzt dieses Jahr. Und das sehe ich definitiv dieses Jahr. Das wird eine Revolution. Das sieht noch nicht jeder. Aber wartet mal. Ich sehe es schon kommen. Das wird passieren. Das Problem wird sein, dass das Streamer in Zugzwang geraten. Ne? Also gerade die, ich sag mal, die Vollzeit-Streamer, die davon leben, werden in Zugzwang kommen. Die müssen da mitziehen. Ne? Also das denke ich schon. Und es ist gar nicht so einfach, wenn du eine Ein-Mann-Show bist, mach da mal die Regie gleichzeitig. Das geht zwar, es gibt da Software für, aber es ist nicht so ganz trivial. Du musst dich ja auch auf die Community konzentrieren, auf das Spiel.
Und da ist es schon ganz gut. Ich erinnere nur, wir haben ja auch mal drüber nachgedacht, im Plankenschnack ein bisschen mehr Hightech. Ja, das ist echt aufwendig. Und ja, also das wird die Twitch-Welt noch sehr verändern, würde ich sagen. Also der Unterschied zwischen den Streamern, die dann, ich sag mal, ja, ich will nicht Partner sagen, das kann ja auch nicht Partner sein. Also es wird nicht mehr so diese breite Masse geben, sondern es wird so ich will sie jetzt nicht Oberklasse nennen, sondern also die Streamer, die eben, weiß ich nicht, eher in Richtung TV gehen oder wie auch immer man, also vernünftige Videoproduktionen oder so, und die Masse der, ich sag mal, Streamer, die dann einfach just for fun einfach mal so vor sich hin streamen. Das wird aber auch noch große Probleme auch, also beziehungsweise neue Probleme mit sich bringen wiederum, ne? Weil in USA hat sich ja jetzt mittlerweile durchgesetzt, dass die ersten Streamer, ich denke da halt zum Beispiel an NerdFusion, ihre ersten Netzwerke gründen. Und was man ja im Prinzip schon von YouTube kennt, diese Netzwerke. Und jetzt gibt es ja noch dieses neue Netzwerk, oder ich weiß nicht, wie neu das ist, aber die OP Group, die ja auch jetzt zum Beispiel CoCarnage oder Tauli oder Cobalt Streak oder sowas, die sind alle Klienten bei denen jetzt mittlerweile. Und daher kommt, glaube ich, auch diese ganze Professionalisierung. Das läuft jetzt gerade erst in den USA an, dass bei Twitch diese ganzen Netzwerke ankommen, die ja schon bei YouTube lange, lange unterwegs sind und wo es tatsächlich auch diese großen Netzwerke gibt, im englischsprachigen Bereich. Zum Beispiel Machinima hat jetzt den riesengroßen Shitstorm irgendwie gerade über sich ergehen müssen, weil alle, die quasi jetzt rauskommen, sagen, wie schrecklich das im Prinzip da bei denen war und dass sie nichts dafür machen. Und eben diese schwarzen Schafe werden dann halt auch auf Twitch jetzt sich wieder einfinden und hier halt versuchen, das große Geld abzufarmen. Deswegen, da muss man auch wiederum aufpassen Ja, aber müssen. also ich gehe jetzt mal davon aus, dass, also ich kann jetzt, glaube ich, für uns vier sprechen, dass wir Personen sind, die in der Lage sind, einen Vertrag vernünftig zu lesen, Ja. um Ja. dann sicher zu sein, auf was man sich einlässt und bevor man sich irgendeinen Mist andrehen lässt, lieber Nein zu sagen in dem Fall, ne? Das ist natürlich, durch hast du recht, das gehört dazu, wenn etwas größer wird, dass auch Leute, die finanzielles Interesse haben und Umsatz aus etwas schlagen wollen, dann auch sich da reinhängen und versuchen, was abzuzwacken, eben wie diese Netzwerke und dagegen Leistung bieten, in was für einer Art auch immer. Wenn man aber einigermaßen umsichtig mit solchen Sachen umgeht und ein bisschen reflektiv daran geht und sich wirklich informiert, ist man da auf der sicheren Seite in der Regel, ne? Aber ganz ehrlich, also ich meine, ich habe mich damit schon auseinandergesetzt, mehr als genug, als ich eigentlich wollte, weil ich finde die Sachen interessant, ich finde sie schön, aber das nimmt irgendwie diesen Flair weg. Also ich Das, was selber Twitch ausmacht, ne? eher ebenso diesen Flair von, wir gucken jetzt Mia, wie sie in ihrem Zimmer, in ihrem Pulli sitzt, wo die Kapuze, das frage ich mich sowieso immer, voll nach woanders hinhängt. Die ist so. Das ist wie Hip-Hop-Mützen, die hängen einfach Ja. andersrum. Das sind halt so die Sachen, die dann irgendwann flöten gehen. Ich habe mir auch schon überlegt, ganz ehrlich, und da bin ich auch wirklich, bin ich wirklich ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal genug haben sollte, werde ich mir Ero anstellen und der wird das für mich im Hintergrund Regie machen einfach. Und dann ist er bei mir auf dem Streaming-PC drauf und kümmert sich um alles nebenher, weil ich darauf manchmal keine Lust habe. Wie ihr seht, dann heißt Mia Maram-Schnitzel oder 10 Minuten vorher fällt mir ein, oh Kacke, ich habe den Titel noch nicht geändert. Dann drücke ich auf Live. Zum Glück war mein Twitter nicht verbunden. Da stand nämlich noch Rückblick 2015 im Titel drin und lauter solche Sachen, um die man sich dann halt nicht kümmern muss, weil es wird halt irgendwann immer umfangreicher und man weiß gar nicht mehr, wo man noch Zeit hat. Und da sind so Sachen, die sind schon ganz nett, aber ich selber möchte eigentlich diesen Flair noch so behalten, dass ich dieser Franz Hackenmann-Mützen-Typ bin, der einfach nur seine Games zockt und nebenbei ein bisschen Kurt Böhler erzählt. Aber die Entwicklung ist wirklich erschreckend. Erschreckend crazy. Ich glaube, das ist aber auch wieder so eine Geschmackssache, ob du es lieber professioneller magst oder lieber persönlicher. Ich glaube, das, was gerade zum Beispiel auch dich ausmacht, ist dieses Persönliche. Es ist nicht hundertprozentig perfekt, aber das macht es schön Ey. und das macht es einzigartig. Ey. Ganz, Was? ganz vorsichtig, junge Dame. Nein, ich, du bist halt, das ist ja was Positives.
finde ich. Du bist halt kein Moderator im Fernsehen, der total allglatt ist, sondern du hast deine Ecken und Kanten und die machen dich aus. Ja. Und deinen Stream. Und das ist was Gutes, das ist ja absolut nichts Negatives. Mich langweilt das eher, wenn jemand absolut keine Oberfläche hat und absolut glatt ist und alles perfekt ist, da habe ich doch lieber mal einen Patzer drin oder so. Oder jemand, der sich aufregt, weil er oft stirbt oder weil er drüber lachen muss oder weil die Szene mal nicht richtig ist oder so. Ja, das, Mia, danke. Finde ich, macht das aus. Wie sie halt mir ein nach dem anderen reinwirkt jetzt, ja? Also, das ist nicht böse gemeint. Ich trinke meine Kaffeesonne. Genau, nimm mal deine Kaffeesonne. Die kann man nicht mal trinken. Oh Gott. Nicht mal die Capri-Sonne hältst du mir. Nee, ich finde, das war auch immer das, was Twitch für mich ausgemacht hat. Auch die Jahre jetzt, die ich schon hier bin, dass es halt nicht so professionell aufgezogen ist, sondern dass man diesen Kontakt zu der Person hat, mit der man da gerade ein Spiel genießt zum Beispiel. Und muss man halt gucken, wie sich das entwickelt. Ich denke, beide Arten von Streams, wenn man das jetzt mal ganz radikal sieht, die Leute, die es eher auf ihre persönliche Art und Weise machen und die Leute, die das eher so fernsehmäßig professionell aufziehen wollen, ich denke, beides wird seinen Anklang finden. Und letztendlich muss man dann selber wissen, wie man es macht, wie man seinen eigenen Stream und die Zeit, die man da reinsteckt, gestalten möchte. Das wird sich halt zeigen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich glaube auch nicht, dass Twitch Deutschland sich zu 100% in diese professionelle Richtung drängen lässt. Das glaube ich einfach nicht. Dafür gibt es viel zu viele alteingesessene Leute, die sowas gar nicht mögen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So habe ich Twitch nicht kennengelernt. Und auch im amerikanischen Raum gibt es viele, viele Streamer, die gar nicht so drauf sind. Die haben kein professionelles Overlay, die improvisieren und dann geht das mal in die Hose oder es sieht nicht gut aus, aber das ist denen egal. Da kommt es halt darauf an, dass sie entertainen und dass sie Spaß haben und dass die Leute, die zugucken, das Gleiche fühlen. Ja. Und deswegen drücke ich einfach mal die Daumen und hoffe und bin mir aber auch ziemlich sicher, dass das bei uns nicht aussehen wird. Auch wenn da andere, auch wenn da Leute gerne das so gestalten möchten. Und dann sollen sie das auch für sich so machen. Ich glaube aber nicht, dass der Rest ausstirbt. Ich denke, das wird hier ankommen. Also schon allein, weil man selber gewisse Ansprüche hat. Also sehr hohe Ansprüche. Wenn ich an Garak denke zum Beispiel, Garak hat super hohe Ansprüche an seinen Stream, schraubt da regelmäßig dran rum und macht und tut. Slabby ist mehr so ein Freigeist, glaube ich. Das wird aber bei ihm auch noch kommen. Das kommt bei dir auch irgendwann an mir. Und wo du vorhin schon gesagt hast, ja, ich habe mir meinen einen Computer, ich habe hier so mein Mikrofon und ich weiß, ich habe keine Lust USB. Auf PS3. Aber mir geht es. Ich sag dir so, wie das ist, mir, nee, kein Problem. Das wird bei euch wird das auch ankommen. Mir geht es da auch gar nicht primär um Technik, sondern eher um die Art und Weise, wie der Stream ist. Damit entwickelst du dich weiter. Damit entwickelst du dich weiter. Bei mir war das früher auch, ja, ich habe einen PC und ach, das brauche ich nicht und hier und da. Du kommst einfach so rein, okay, pass auf, wir machen jetzt das schon besser, ja? Dann machen wir aber hier dann auch noch was besser. Und du machst das dann irgendwann, du willst dich ja auch weiterentwickeln, du bleibst ja nicht auf deinem Punkt stehen. Und Weiterentwicklung geht ja nur mit ein paar Veränderungen manchmal. Und ich glaube schon, also nicht, dass ich euch das vorwerfe, dass ihr das macht irgendwann, macht wie ihr wollt, ich will euch da kein Floh ins Ohr setzen. Aber es wird auf kurz oder lang bin ich mir sehr, sehr sicher, werden ganz viele Leute auf einmal, oh, wir brauchen jetzt einen Streaming-PC, oh, wir brauchen jenes, wir brauchen das. Und da geht das Spiel dann nämlich los. Dann brauchen wir jenes, dann brauchen wir das noch und hier eine Spielerei. Also es muss nicht immer im Stream drin sein, das will ich nicht sagen. Also sprich Overlay oder Alerts oder sowas. Aber es kommt immer irgendwas dazu. Und selbst bei mir, wo ich ganz viele Fehler mache, ich habe im Hintergrund so viel Käse noch am Laufen, der passiert von sonstigen Geschichten und das kam auch alles nur von dem Streaming-PC. Und ich sag's nur, just saying, jeder irgendwann, wenn er Blut geleckt hat, dann passiert es. So, Capri-Sonne ist alle, keine bösen Sachen mehr. Ich hätte schon längst einen Streaming-PC, ehrlich gesagt. Also, es war nur ein Beispiel, also hängt das nicht an dieser einen Sache, aber es ist 6 Bildschirme. Irgendwann kommt man halt zu diesem Punkt. Wollen wir eigentlich mal zur nächsten Frage hüpfen oder habt ihr noch was?
Ja, wie wär's denn, wenn wir mal über Spiele reden? Wie wär's denn? Wir reden ja eigentlich jetzt schon. Wir haben ja nicht gesagt, wir haben ja nur der Ausblick. Das sind ja noch ein paar Fragen in Twitter. Bitte? Das sind ja noch ein paar Sachen in Twitter. Ja, eben. Und warum sollten wir darüber nicht reden? Ich meine, die Spiele, ja gut, das können wir ja dann. Dann müssen wir Mia halt nächste Woche, nächstes Mal nochmal einladen und dann reden wir nochmal über die Spiele, wenn es denn der Fall sein sollte. Aber die Fragen passen ja zu 2016 und das ist ja unser Thema. Oder Slappy, fühlst du dich jetzt übergangen, weil du dich so gut vorbereitet hast? Jetzt muss ich mein Wurstwasser, nein, trinken. Ich habe keine Capri-Sonne. Nein, mach ruhig weiter. Macht ohne mich weiter. Wurstwasser ruht. Und zwar hat Kardex hat gefragt, was haltet ihr eigentlich von Hitbox? Seht ihr darin Vor- und Nachteile und denkt ihr, dass Hitbox eine Zukunft hat? Also darf ich was Zynisches sagen? Ja. Das, was ich immer sage, wenn die Frage kommt. Davon halte ich exakt genauso viel. Also wenn mir jemand kommt und sagt, Hitbox ist doch viel besser als Twitch und Streams bin ich bei Hitbox, dann sage ich genau aus dem gleichen Grund, warum ich diese ganzen WhatsApp-Alternativen nicht nutze. Der einzige Grund, warum Hitbox einen besseren Datendurchsatz hat, du da schneller durchkommst, genauso wie die WhatsApp-Alternativen alle sicherer sind, ist, weil es keiner nutzt. Ganz einfach. Würde irgendjemand diese ganzen WhatsApp-Alternativen nutzen, genauso in dem Grade wie WhatsApp, wäre diesen anderen Alternativen genauso unsicher und genauso wäre es bei Hitbox auch. Hitbox würde exakt genauso Probleme haben, manchmal bei einer AGDQ, wo 150.000 Leute zugucken, wovon Hitbox nur träumen kann, dann würde Hitbox komplett einbrechen. Und von daher, warum soll ich zu Hitbox gehen? Die Leute, also ich gucke hier, deswegen streame ich auch hier. Hier habe ich halt Leute, denen ich zugucke und hier fühle ich mich wohl. Warum soll ich dann irgendwo hingehen, wo ich mich nicht wohl fühle? Nur weil, weiß ich nicht. Und es gibt diese, ich habe letztens von irgend so einem CSGO-Gamer, der war richtig gut da drin, gehört, der wurde halt von Hitbox quasi angeworben und hat einen Vertrag unterschrieben, dass er 2 Jahre lang nur bei Hitbox streamen darf. Der heult jetzt rum. Meint, das war der größte Fehler, den jemand machen konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber der meinte, Hitbox, er dachte, hat sich das auch alles ganz anders vorgestellt. Deswegen, ne, ich habe die Leute von Hitbox auch getroffen auf der Gamescom. Die sind alle total nett und das hat damit nichts zu tun. Aber Twitch war halt zuerst da. Das ist halt die Sache. YouTube war auch zuerst da und okay, Google Video konnte es auch nicht übernehmen. Google Video hat es dann einfach gekauft. Aber da ist Amazon leider zu früh gekommen, zuvor gekommen. Von daher, der Zug ist abgefahren. Also, ja, Hitbox ist für mich keine Alternative. Und das sage ich als Zuschauer, nicht als Streamer. Ich habe hier und da mal bei Hitbox reingeguckt vor längerer Zeit und was ich cool fand, war die Qualität. Was ich nicht so cool fand, ist halt diese, ja, irgendwie, ich habe mich da mal so angemeldet und irgendwie habe ich das alles nicht verstanden. Ich meine, Twitch ist manchmal schon sehr spartanisch, aber da finde ich wenigstens alles und da fand ich das bei Hitbox noch ein bisschen mehr Adventure. Allerdings wird da nichts passieren. Also ich finde es beeindruckend. Das, was ich so gehört habe, die Hitbox-Leute sollen wohl echt super nett sein auch, also die denen der Laden gehört, die sollen echt super gut drauf sein, super nett sein, sind hier in Europa, sprechen Deutsch, ist alles toll, ja, also für uns als deutsche Streamer eigentlich ideal, aber was nützt es dir, wenn du keine Zuschauer hast, ne? Du brauchst nicht streamen, also sie sind zu spät gekommen und sie haben das Problem, dass sie nicht gekauft worden sind von irgendeinem Riesen. Ich weiß nicht, wo Twitch hingelaufen wäre. Ja, man weiß es nicht so genau. Wenn Amazon das nicht gekauft hätte, wäre es wahrscheinlich dann von Google gekauft worden. Also irgendeiner hätte Twitch sowieso gekauft. Insofern und die Ressourcen geliefert. Und ich glaube, es hat ganz gut getan, dass Twitch gekauft wurde von Amazon. Mir lieber als Google in dem Fall. Oder Apple. Weil Amazon einfach die größten Ressourcen hat. Und Hitbox, nee. Also ich glaube, ich finde beeindruckend, dass sie das noch immer machen.
Also ich verstehe es nicht. Also wenn ich da eine Entscheidung treffen müsste, eine wirtschaftliche Entscheidung, ich hätte den Laden schon längst zugemacht. Weil es sei denn, die verdienen irgendwo Geld, was man nicht sieht. Es kann sein, dass sie irgendwo Geld verdienen, weil sie irgendwelche Spezialsachen machen. Oder es ist ein Abfallprodukt von irgendwas und die testen da nur Videotechnologie oder irgend sowas. Also es kann ja alles sein. Und dann kann man es noch nachvollziehen. Aber als reine Videoplattform, ich glaube, ist das Ding nicht tragfähig. Mia? Ich kann zu dem Thema ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, weil ich die Hitbox-Seite einmal in meinem Leben besucht habe und danach nie wieder und mich damit noch nie wirklich befasst habe. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich Hitbox sehr unübersichtlich finde und das war dann für mich so ausschlaggebend, dass die Seite nichts für mich ist, weder als Zuschauer noch als Streamer. Ich kann das aber unterschreiben, was ihr da gesagt habt, von wegen dadurch, dass es sich halt nur auf deutschsprachigen Raum oder halt, wie ich gerade im Chat gelesen habe, auch in osteuropäischen Raum erstreckt.